Hallo und herzlich willkommen bei Legendary Games. Heute wieder mit einem Let's Play zu Populous 3 The Beginning. Wir sind im 11. von 25 Levels, das heißt, wir nähern uns dem Ende. Und es das heißt, wir müssen wieder gegen zwei Völker kämpfen und die halten diesmal auch zusammen. Wie die ganze Geschichte ausgeht, das lasse ich mal an dieser Stelle offen. Dafür schaut einfach das Let's Play. Wer Lust hat, einen Podcast über Populous zu hören, der sollte einfach mal unseren Kanal Legendary Games im Auge behalten, denn wir werden zu Populous The Beginning und auch zu Populous 1, 2, insgesamt ist ja eine Trilogie, einen Podcast aufzeichnen. Es gibt inzwischen über 2 Dutzend Folgen, Stand 2021, und wir interviewen dabei auch immer die Designer. Und es wird auch da wieder der Fall sein, dass wir uns um Originalstimmen bemühen. Aber jetzt erstmal zu dem Video. Viel Spaß dabei und es geht direkt los. Ja, also es kommt wieder der obligatorische Rundflug. Da sind jede Menge Leute, die man rekrutieren kann. Da drüben ist schon wieder ein versteckter Zauber. Hier wäre Sumpf als Zauber, das ist natürlich auch was Feines. Allerdings genau im Nachbarsland von der grünen Schamanin. Das heißt, da komme ich nicht so ohne weiteres ran. Und das wäre Bekehren, das ist so eine Art Hypnosezauber. Der ist sehr wertvoll. Den hat die gelbe Zaubererin, also die gelbe Schamanin. Jetzt möchte ich ganz gerne anfangen nach diesem Rundflug. Natürlich fangen wir mit dem an, was wir am besten können: Häusle bauen. Und während die schon mal bauen, darf diese junge Dame hier mal einfach rekrutieren, was das Zeug hält. Hier sind 4 Leute. Ich hoffe, da läuft jetzt vielleicht noch der ein oder andere rein in diesen Bekehrzauber, aber natürlich nicht. Ihr dürft auch ein Haus bauen. Man kann die Häuser immer nur angrenzend an seinen Kreis bauen. Es gibt eine Ausnahme, und zwar, wenn ich tatsächlich sage, gut, mir ist es nicht so wichtig, ob die jetzt irgendwo bauen, dann kann ich das mit so einem Wachturm durchaus so regeln, dass die auch an anderen Stellen bauen können. Ja, es ist ein zerklüftetes Land, das sieht man schon. Das macht es relativ schwer, schnell zu bauen, weil die auch immer diesen Boden einebnen. Das seht ihr immer, wenn die so stampfen mit ihren Füßen. Und jetzt nehme ich mal die Schamanin und schicke mal sie hier in diese Richtung, denn wir haben hier drüben ja auch noch ein paar Leute, die rekrutiert werden wollen. Wir müssen nur den Zauber voll kriegen. Wenn man ihnen die Bäume allerdings abreißt, wird es natürlich schwierig, dass die Leute nicht sterben. So, da sind schon mal 3 Stück wieder. Ihr dürft natürlich auch eure eigenen Häuschen bauen. Hier einmal. Und jetzt wegen einem weiß ich nicht unbedingt, ob ich das verballern sollte. Da drüben stehen jede Menge. Die nehmen wir jetzt einfach mal mit. Das sind, glaube ich, 6 oder 7. So viel habe ich vorher mit einem Zauber nie gekriegt. Ja, das waren sehr viele. Hat sich schon mal sehr gelohnt. Dann gehen wir mal hierher mit unserer nächsten Hütte. Den verzaubern wir natürlich auch gleich, wenn man schon da stehen hat. Der darf auch seine eigene Hütte bauen. Ihr seht schon, von der Zerklüftung her wird es schwieriger und schwieriger. Ja, helf du mal mit. Du darfst auch eine eigene Hütte bauen. Du auch. Und ihr zwei dürft hier drüben bauen. Wir nehmen mal die Schamanin. Hier hinten ist nichts mehr los. Da sind noch Wilde. Dann gehen wir mal in die Richtung. Ja, wir brauchen auf alle Fälle was für den Zauber. Da drüben wären auch noch genügend Wilde. Also nehmen wir mal die 3 hier mit, wenn wir es schaffen. Sehr schön. Ihr baut. Ja, es wird schwieriger und schwieriger. Hier ein Haus. Die Schamanin kommt mit und läuft mal hierher. Die soll ich haben, die 2. Ein neues Haus wird. Ja, dann baut halt noch mal hier hinten ein Haus, ja. Es geht ja auch. Bisschen ebenes Land habe ich ja doch.
Hier stehen drei. Hier lässt sich nichts mehr bauen. Wir brauchen unbedingt einen Anhebungszauber. Bis der soweit ist, dürfen die mal hier oben beten. Und jetzt wird natürlich hier überall rekrutiert, was das Zeug hält. Ihr dürft alle beten. Ja, und hier haben wir einen Anhebungszauber, den werden wir auch direkt hier verwenden. Da sind auch noch jede Menge Wilde. Da seht ihr, da habt ihr schon euer Siedlungsland. Weiter geht's mit Hütten bauen. Jeder darf mal. Drüben sind auch noch genügend und die machen schön die Glaubensspalte voll. So soll es ja auch sein. Einmal, zweimal. Ihr baut mal hier einen Wachturm, bisschen höher gelegen hier. Schamanin kommt, schnappt noch den da. Ja, bauen wir einen Turm mit. Unsichtbarkeit ist eine schöne Sache. Hier kommt jetzt auch nochmal eine Massenrekrutierung rüber. Den da hinten schnappen wir. So, jawohl. Dann dürft ihr hier im neuen Land auch mal Häuschen bauen. Ja, selbstverständlich. Und du darfst mal hier ja, helf erstmal damit. So, jetzt bauen wir mal hier hinten den ersten Tempel. Wir müssen hier rüber. Hier sind noch jede Menge Wilde. Die greifen wir alle ab. Ihr fahrt mal mit dem. Ihr lauft mal alle hierher. Die restlichen Wilden nehmen wir natürlich auch noch mit. Ja, der Glaube hilft manchmal doch ganz gut. So, das war schön, dass ihr das gebaut habt. Jetzt dürft ihr das nächste Ding bauen. Baut erstmal ein normales Haus hier irgendwo. Gar nicht so einfach so zerklüftet, wie das immer ist. Den müssen wir erledigen. Dann können wir die bekehren.
Dich bekehren wir nochmal. Ah ja, jetzt ist hier der Bildschirm irgendwo. Dass wenn diese Windows-Statusleiste geklickt wird, dann passiert es immer wieder, dass ich kurz raus bin. Lässt sich leider nicht so richtig verhindern. Ich kann es leider nicht in einer anderen Anzeige richtig spielen. Sonst würde ich es in dem Fall auch tun. Ja, du baust einfach mal da oben so einen Spaßturm. Und jetzt müssen wir mal schauen, dass wir den See dazu schütten. Das sollte ja wohl gelingen. Und dann machen wir sie eine nach der anderen fertig. Eins. Zwei. Drei. Vier. Wir haben schon eine normale Hütte, was die Feuerkrieger angeht. Jetzt gibt es eben noch so eine Hütte. Wir haben auch bald wieder Landzauber, dann werde ich diese restliche Ebene hier zumachen. Hier hinten noch mal ein Städtchen bauen. Die schaffen da hinten noch ein Haus rein. Nee. Das reicht alles gerade so nicht. Sehr schade. Sehr, sehr schade. Da hinten müsste ich auch noch mal mit Landzauber was machen. Wichtiger ist aber auch die Kriegereinrichtungen zu haben. Für den Fall, dass es losgeht. So, alles Wesentliche wäre schon mal da. Jetzt nochmal. Schön ist auch, wenn man sowas gelernt hat, sowas wie jetzt zum Beispiel Schiffe bauen in irgendein Level, dann geht es auch in den nächsten Levels normalerweise, außer es ist was Besonderes. Und ihr seht auch, die geben sich durchaus auch Mühe, die Levels abwechslungsreich zu machen. Wer das letzte Let's Play gesehen hat, gesehen, da ist zum Beispiel eine ganze Stadt versunken. Also das ist schon sehr kreativ gemacht oder sehr abwechslungsreich, auch gerade für die damalige Zeit, in der sehr viele Missionen einfach Kill-All waren. Und das ist hier absolut nicht. Klar läuft es darauf hinaus, Armageddon zu machen oder eben alle ins Himmelreich zu versetzen. Aber trotzdem ist es so, dass man kreative Ansätze zeigt, um das auch friedlich nicht, aber um das auch abwechslungsreich zu gestalten, den Computer ins Jenseits zu schicken. Da vorne ist so eine Grenze, die wird nur noch von drei Leuten gehalten. Das ist aber auch ganz interessant. So, ich ebne hier mal alles ein. Jetzt dürfen da wieder ein paar Leute hin. Ihr habt einen neuen Auftrag. Einfach schön siedeln. Neuer alter Auftrag. Siedlungsraum erschließen. Und das mit möglichst vielen Hütten. Überall, wo eine Hütte reinpasst, wird eine Hütte hingezimmert. Wie beim alten Populous. Macht man das ja letztendlich auch so. Wir bauen mal ein Feuer. Na gut, kann man auch mal bauen. Ich wollte eigentlich einen Feuerkrieger haben. Eine mache ich auch mal zum Feuerkrieger. Aha, da ziehen sie schon die Grenzen näher. Ist interessant. Die wollten da das Holz holen, die Jungs. Muss man für Holznachschub sorgen.
So, die Grenzlinie sollte erstmal aufgegeben sein. Oh, das war der falsche Zauber, Entschuldigung. Also der soll doch mal genug haben. Also einen gibt es immer, der Ärger will, ne? Muss man schon sagen an der Stelle. Hört nicht ständig beim Beten, Jungs. Ja, der. Der erste Zauber gehört dann mit mir. Ich weiß gar nicht genau, was es ist, aber er gehört auf jeden Fall mir. Ist der Sumpfzauber? Aha. Ja, ums Beste steht es nicht für das Volk, kann man schon mal an der Stelle sagen. Denn auch wenn er Schiffe wie verrückt baut, aber das dürfte auf Dauer nicht helfen. Sag mal, wo wird denn da gekämpft? Ach, die haben da Ärger in der Stadt. Ja, wenn das so ist, dann muss ich kurz nach Hause.
Damit habe ich natürlich nicht gerechnet, dass da einer alles kaputt machen will. Einer die Party ruiniert. Eieiei, also komm, lass mich mal durch, guter Priester. Ich bin doch gar nicht wegen dir da. Jetzt machen die tatsächlich alle meine Häuser kaputt. Was seid denn ihr für Menschen? So, das soll es erstmal damit gewesen sein. Priester, hier schnell her. Gibt jede Menge Ärger. Ja, repariert schön die Häuser, alles ist gut. Redet man immer drüber. Hat sich schon erledigt. Ich bin gnädig, was sowas angeht. Ich muss jetzt eher darüber. Die Typen muss ich ausschalten. Aber wir haben nochmal gekämpft. Das kann doch noch einzelne Leute sein, die da Unruhe machen. Ja, die restlichen Sachen hat sie ja nicht kaputt gemacht. Das war ja ein harmloser Angriff eigentlich. Was man nie vergessen sollte, das ist neue Häuser bauen. Das haben wir etwas vernachlässigt. Ja, dich wegzublitzen ist eigentlich eine Schande, aber ich mach's. Einmal. Zweimal, dreimal, viermal, fünfmal. Ja, dann lassen wir da hinten mal einen Blitz einschlagen. Sechs. Man darf nur nicht selbst in den Sumpf laufen, das ist das Einzige, was gefährlich ist. Also ich würde sagen, um den ist es schon geschehen. In der Basis ist nichts mehr los. Es geht nur noch darum, die Häuschen kaputt zu machen. Ja, hat sich schon gelohnt. Ein Blitz sollte immer übrig sein für die Grüne.
Die ganzen Arbeiter. Da drüben steht noch ein Anhänger. Du musst keine Häuser auseinandernehmen, gute Dame. Du bringst nochmal sie um. Und dann den Vogel. Das war's hier. Das war relativ einfach, denn wenn man weiß, wie das Spiel funktioniert, es gibt keine Anhänger mehr. Wenn es keine Anhänger mehr gibt, gibt es keinen Mana mehr. Und dann ist das Spiel automatisch gewonnen. Jetzt, also zumindest gegen den Grünen hier. Jetzt geht es natürlich gegen den Gelben noch. Müssen wir nochmal schauen, was wir mit dem so machen. Aber vom Schema her dürfte das genauso sein. Hier müssen wir nochmal weiterbauen. Ja, alle darüber. Stampft noch mal ein bisschen. Du darfst da drüben deine Hütte fertig bauen. Und du darfst, wenn es geht, geht alles nicht. Wie gesagt, baust du da noch mal eine Hütte hin. Hier hinten kannst du mal eine bauen. Ja, wo ist mein gelber Freund? Es gibt ja noch einen anderen Gegner hier auf der Insel. Wo ist der junge Mann? Da ist die gelbe Flotte. Was ist das? Das ist mein Wachturm. Gut, ausgehend vom Wachturm muss ich hier drüben zum Schiff. Schnell ins Schiff rein, da muss ich keins bauen. Bevor es untergeht. Gut, dass der gleich eine Invasionsflotte für mich mitgebaut hat. Ja, die kriegt mal einen Blitz ab. Meine kleine Blitzableiterin. Jetzt terrorisiere ich erstmal alles, was geht. Schön. Wir gehen hier mal an Land mit der einen Armee. So, die rennen schön wild rum. Jedes Haus kriegt einen Blitzeinschlag. Du kriegst natürlich auch einen Blitzeinschlag.
Jedes Haus muss brennen, dann haben wir alles richtig gemacht. Jetzt beten wir mal eine Zeit lang. Und dann werden wir mit den Jungs hier drüben mal Ärger machen. Weil das ist ein Bekehrungszauber, die machen da drüben alles kaputt. Drüben gibt es ein paar Leute, die sind fleißig. Schnell in die Gruft. Sehr gut. Also hier muss ein Blitz rein. Die machen halt gar nichts, das ist halt der Wahnsinn. So, die Hütten sind alle schön verseucht. Jede Hütte kriegt ihren eigenen Blitz. Ja, das sollte das erste Mal gewesen sein. Ich nehme jetzt noch die Schamanin mit. Hier den Wachturm. Ich glaube, da hinten steht ein letztes Haus. Muss man natürlich auch noch beschädigen. Feuerkrieger, Feuerkrieger. Müssen wir mit Blitz ran. Müssen zwei Blitze sein. Blitz 1. Und Blitz 2 folgt gleich. Einfach in die verseuchten Hütten rennen. Ja, muss natürlich auch noch weiter. Blitz, 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 Blitz.
Also jetzt schon ist schon vielfältig, was man da machen kann. Naja, es hat jetzt nicht geklappt. Na gut, dann wirst du halt auch noch in den Sumpf geschickt. Ah ja, ich bin gestorben, das ist natürlich schlecht. Der hat mich echt ins Wasser geschubst, die Alte. Ich glaube nicht, das Spiel wäre rum sonst. Jetzt habe ich natürlich Ansonsten ist das Land ja tot. Es kann keiner mehr die Häuser reparieren. Hat jetzt nur ein bisschen Fußweg vor sich, bis es soweit ist. Die Gelbe kommt angefahren und lässt sie in meiner Basis nieder. Ich glaube, es geht noch. Wo ist er? Da, jawohl. Ihr dürft auch direkt ein Schiff bauen, wenn ihr soweit seid. Was ja letztes Spiel nicht geklappt hat aus irgendwelchen Gründen. Ich weiß auch nicht warum. So schön die Landbrücke bauen. Jetzt sind wir doch fast schon in Blitzreichweite, ist doch wunderbar. Den haben wir schon mal. Und jetzt gehen wir gleich in ganzer Blitzreichweite. Und das müsste es gewesen sein, oder? Ja, also leider hat mich die alle nochmal ins Wasser gekickt, sonst wäre jetzt schon vor 2 Minuten Schluss gewesen. Das war das Level. Ich wünsche euch viel Spaß bei allen weiteren Videos im Kanal. Wie gesagt, Populous 3 noch immer eine Empfehlung zu spielen, auch wenn die KI ja bisher in der ersten Hälfte nicht ganz so gut war. Aber wie gesagt, es lohnt sich trotzdem zu spielen. Es ist ein einmaliges Spiel und ich werde dazu gerne einen Podcast machen und es mit Sascha oder meinem Bruder besprechen. Bis dahin sage ich für euch alle erstmal einen schönen Abend oder einen schönen Tag, je nachdem, wo ihr seid. Und ihr dürft natürlich gerne ein Abo dalassen, Kommentare schreiben und uns auch kontaktieren. Macht's gut und bis bald. Ciao.